Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenhieb Verlag. Teil 5. Mehr Geld, mehr Widerstand. Es ist ein alter Menschheitstraum. Nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegner zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Ein Eintritt. Schon von Ferne sah Marvin die Menschen vor dem Eingang. Uniformierte umringten eine aufgeregte Menschenmenge. Marvin kam näher. Vor der Tür schien ein Stahlbalken befestigt. Durch die Metallbänder, die die Balken hielten, hatten sich zwei Personen an die ganze Konstruktion festgekettet. Die Tür ließ sich so nicht öffnen. Die Polizei um sie herum blockierte den Eingang zusätzlich. Etwa 30 Meter rechts standen Polizeiwagen in einer Reihe, alle mit offenen Türen. Uniformierte saßen auf den Bänken und lehnten am Fahrzeug. Einige schrieben auf ihren U-Pads. Karin, Ajit und mehrere weitere Mitarbeiter von BioGeronto hatten sich dorthin bewegt. So schlenderte auch Marvin dorthin und ließ sich berichten, was geschehen war. »Die waren heute Morgen schon da, als wir kamen. Hinten der Notausgang ist auch zu.« »Steht auch schon auf den ersten Internetzeitungen«, ergänzte Ajit. Eine offenbar höhere Polizeibeamte schob sich zwischen sie. »Guten Tag«, wandte sie sich an Marvin. »Sind Sie der Firmenleiter?« »Ja, Schaluppe ist mein Name.« Ihr Beamti nannte auch freundlich seinen Namen und berichtete dann vom weiteren Vorgehen. Eine Spezialeinheit sei unterwegs, um die Blockade zu beenden. Es würde aber noch einige Zeit dauern. Die haben für ihre Aktion sehr hartes Material ausgewählt. Für uns wäre das mühselig. Außerdem haben die noch schmierige Substanzen untergemischt. Da versagen unsere Werkzeuge. Unsere Spezialistis müssten aber gleich da sein. Marvin schaute auf die Uhr und wieder in die Runde. »Was machen wir mit der Presse?«, wandte er sich an Ajit. Der zuckte mit den Schultern. »Hast du mit denen schon gesprochen?« »Nein, die waren hier noch nicht.« »Dann müssen wir dahin gehen.« Ajit sah nicht glücklich aus. »Was ist? Haben wir die besseren Argumente oder nicht?« »Argumente interessieren die nicht. Die gehen voll auf unsere Finanzierungsmodelle und Kontakte. Die Sache mit unserer Zweitfirma in Leipzig haben die auch schon auf dem Schirm.« Ajit reichte Marvin ein Flugblatt, welches die Protestierenden verteilt hatten. Marvin las angestrengt. Der Trubel rundherum raubte ihm viel Aufmerksamkeit. Immer wieder schaute er zum Eingang, wo einige Uniformierte in der Nähe der Protestierenden standen. Lange Zeit bewegte sich gar nichts. »Wenn sie nächstig Häusle bauen wäre.« »Hein M. ist schon lange im Geschäft. Sie betreibt eine Baufirma mit 11 Mitarbeitern. Oft kooperiert sie mit anderen Firmen, die sich die anstehenden Arbeiten teilen. Jetzt will sie ein eigenes Haus bauen. Folglich stellt sie einen Bauantrag. Schließlich schreibt ein Gesetz vor, dass sie dieses tun muss. M. setzt sich also hin und schreibt auf, was sie gerne hätte. Das Lücken- und fehlerhafte Schreiben nennt sie ihr Antrag, aber an eine bestimmte Form hält sich Hein M. nicht. Sie benennt einen ungefähren Ort, ein paar Kilometer Abweichung nach Ost oder Süd machen nichts. M. weiß, dass da niemand genau hingucken wird. Denn die Sachbearbeiter beim Bauamt ist seine Schwester. Der Boss des Amtes hat früher in seiner Firma gearbeitet. Die Begehungsprotokolle fälscht sie seit Jahren zusammen mit ihren Verwandten und Kumpels beim Amt. Auf zwei Formblättern muss M. eine Bauleiti und eine Beauftragte für die Sicherheit benennen. Als erstes setzt sie sich selbst ein, der zweite wird je Mensch aus ihrer Firma. Wo der Nachweis des Fachwissens benannt werden muss, trägt sie ein »Onkel Kurt hat uns mal was dazu erzählt«. Hein M. weiß, dass ihr Bauvorhaben viele Nachteile für den Nachbaris hat.
Doch aus zwei der vier betroffenen Familien arbeitet jemand in der Firma von M. Die anderen beiden haben zum Glück keinen Einfluss, denn M sorgt vor. M klärt mit Sir und die Kumpel vom Bauamt ab, dass Sir per Sofortvollzug mit dem Bau beginnen kann. Sollten die zwei von ihrem unabhängigen Nachbaris doch klagen, nützt es ihnen nichts. Wenn ihr Verfahren anläuft, steht Sir im Haus schon. Auch sonst werden sie keine Chance haben. Was hat M gelacht, als eine Nachbarin neulich drohte, an die Presse zu gehen? Die lebt ja von ihren Werbeanzeigen. Die Briefmarke kann dir sich sparen. Dann reicht Hein M den Antrag ein. Im Bauamt gibt es eine Kommission, die den Antrag fachlich prüft. Gut, dass dort der Chef der Malerfirma drin sitzt, mit dem M das Bauprojekt zusammen anpacken will. Dir begutachtet also ihren eigenes Projekt. Da kann nichts schiefgehen, zumal unter den weiteren Kommissionsmitgliedern noch ein Baupartner von früher und zwei ehemalige Angehörige seiner Firma sind. Der einzig externe Berati, der Teile des Neubaus und vor allem später die Bauausführung begutachten wird, ist im Hauptberuf bei der Firma angestellt, die das Baumaterial für Ems Vorhaben liefert. Ein bisschen Arbeit macht noch die Geldfrage. Schließlich will sich M sein Haus aus Steuergeldern finanzieren lassen. Da passt es ganz gut, dass in der Vergabestelle eine alte Schulfreundin von ihm sitzt. Dir guckt nicht so genau hin. So kann M in seinem Antrag ein paar Sachen reinschreiben, die gar nicht stimmen, aber besser zum Fördertopf passen. Das macht M schon seit Jahren. Es geht immer gut. Nie Mensch hat jemals nachgeschaut. Als eine Nachbarin ihn einmal bei der Behörde anschwärzte, hat sie eine Antwort erhalten, dass alles überprüft, aber kein Mangel gefunden wurde. Hein M lacht. Nie Mensch ist hier gewesen und hat geguckt. So. Nun stellen Sie sich vor, Sie wären Hein M und würden statt Häuser zu bauen, menschliche Gene manipulieren, um sie am Altern zu hindern. Dann würde Ihr Genehmigungsverfahren mehr oder weniger so ablaufen. Je asozialer eine Technologie, desto intensiver entwickelt sich ein Filz aus Konzerninteressen, Seilschaften und Abhängigkeiten. Dagegen richtet sich diese Aktion. Auf der Rückseite befanden sich einige Informationen zur Firma Geronto und zum Beziehungsgeflecht rundherum. Mit der Leipziger Firma Senix aktiv und dem Lobbyverband Fürgib hat sich Bio Geronto ein mafioses Umfeld aufgebaut, um Fördergelder darin unauffällig versickern zu lassen. Marvin spürte Wut in sich aufsteigen. Der Eingang war frei. Ajit und Karin schlenderten an Marvin vorbei, der an der Grundstückseite stehen blieb und wie festgewachsen den abrückenden Spezialeinheiten der Polizei nachsah. In der Hand hielt er das Flugblatt. Auch sein Name war dort erwähnt, mit Foto und einigen sehr unfreundlichen Bemerkungen. Er sei rücksichtslos und profitorientiert, sei der Hauptdrahtzieher einer Seilschaft zur Fördermittelveruntreuung und würde für seine dubiosen Firmenkonstrukte umfangreiche Firmen und Steuergelder einsacken. Mach eine Beleidigungsanzeige, hatte Ajit empfohlen, während Karin am liebsten gleich selbst Hand angelegt hätte. Aber Marvin hoffte immer noch mehr darauf, dass der Protest, so plötzlich er aufkam, auch wieder verschwinden würde. Er war früher selbst politisch aktiv gewesen und kannte das Spiel aus Empörung, Aufbegehren und Versanden. Wie schnell war die Luft meist wieder raus gewesen. Die Bilder der Eingangsblockade hatten Erinnerungen an diese, seine früheren Jahre, wachgerufen. Damals folgte auf die Euphorie der ohnehin seltenen Aktionen mit Erfolg immer der ständige Frust des Alltags. Er schlich sich nach dem kurzen Höhenflug der Gefühle gnadenlos ins Leben zurück, bis sich der Elan abnutzte und der politische Protest zu bürgerlichen Karrieren mutierte. Karins Erzählungen aus ihren früheren Jahren, von denen Marvin einige kannte, wirkten noch ausgeprägter. Die Schnelllebigkeit aller sozialen Prozesse hatte seitdem immer weiter zugenommen. Marvin hielt ein geduldiges Abwarten daher für die bessere Idee, auch wenn es ordentlich nervte. Zudem, eine Anzeige war ein Risiko, denn Falsches stand in dem Flyer nicht. Es war nur nicht schön. So schlurfte auch Marvin auf den Eingang zu. Er fühlte sich alt und müde. Einige Uniformierte suchten die Erde nach verbliebenen Spuren ab, machten Fotos und verschwanden schließlich auch. Im Firmengebäude war wieder Alltag. In Marvins Kopf nicht. »Ist noch irgendwas?« Karin kam aus dem Eingang geschossen und sah, wie sich Marvin sehr langsam und gedankenversunken auf die Tür zubewegte. »Nein, gar nichts.« Marvin schaute weiter auf den Boden. »Marvin, das sind Verrückte! Maschinenstürmis!« »Das haben sie früher zu dir auch mal gesagt, oder?« »Weiß nicht. Ist auch egal.« Karin schüttelte den Kopf, als wolle sie eine Erinnerung von sich schleudern. »Wir sind so erfolgreich. Da werden uns ein paar Hitzköpfe doch nicht aus der Bahn werfen.« »Ich bin nur übermüdet.« Karin ließ die Erklärung im Raum stehen.
Hauptsache, Marvin würde sich mit dieser Erklärung wohler fühlen. Schließlich bewegte sich die ganze Firma immer noch in der Phase der Expansion, wo Fristen anstanden, Nachweise erbracht und Kontakte bedient werden mussten. Ohne einen quicklebendigen Strippenzieher als Chef war das nicht möglich. Rolf hatte angerufen. Marvin begrüßte mit kurzen Worten die weiteren Angestellten. Chris hatte seinen Universitätstag. Der kurze Labortrakt lag ruhig neben der Bürohalle. An allen Türen leuchtete das grüne Licht, das Signal dafür, dass niemand im Raum war. Mit seinem Headset schlenderte Marvin an den Glastüren entlang und ließ die Verbindung zu Rolf herstellen. Gericke, ja, hier Marvin. Ach so, hätte ich auch gleich sehen können auf dem Display, aber ich habe gerade noch ein anderes Gespräch in der Leitung. Ich rufe dich gleich zurück, okay? Ja, bis gleich. Sie wollen ein gutes Leben? Wir machen es länger. Einer der Schnipsel an der Pinnwand, wo die Bio-Geronto-Leute Ideen für Werbesprüche sammelten. Anfangs waren es schnell ziemlich viele Zettel geworden, aber in den letzten Wochen schien irgendwie die Luft raus zu sein. Dabei lief immer noch alles glatt. Fast alle Förderanträge für die weiteren Forschungen in Berlin waren durchgegangen. Auch der Bau des gläsernen Labors ging zügig voran. Die Proteste drangen kaum in die Öffentlichkeit. Die großen Wohlfahrtsverbände waren nicht darauf angesprungen. Selbst die Verhandlungen mit der Kirchenstiftung blieben davon ungetrübt und verliefen hoffnungsvoll. Vielleicht hatte er einfach nur einen schlechten Tag. Oder brauchte eine Auszeit. Das U-Pad meldete sich. Rolf war wieder dran. So, ging jetzt doch schnell. Was? Das andere Telefonat. Ach so, was gibt's denn? Ich habe schon erste Sachen herausgefunden, worüber wir gestern gesprochen haben. Ah, das ist gut. Naja, es ist nicht alles gut. Weiteren Büroraum für eine neue Firma wird es wohl geben. Aber die Laborkapazitäten sind völlig ausgeschöpft. Müssen wir also doch weiter bei euch machen. Ich fürchte, das geht auf Dauer nicht. Das fällt auf. Soll ich mal rumhorchen, wo es noch Labore gibt? Ja, das wäre gut. Und auch, ob irgendwo Neueinrichtungen in Planung sind. Das wäre ja auch was. Okay, mach ich. Übrigens habe ich eine Namensidee für den neuen Start-up. Na, lass hören. Mikrolysis. Klingt doch nach Labor, oder? Und ich habe auch schon nachgeguckt, solch eine Firma gibt es bisher nirgends. Sie vereinbarten, sich weiter auf dem Laufenden zu halten. Dann war die Verbindung beendet. Marvin lief während des Gesprächs zu seinem Bürobereich zurück und forderte die Systeme auf, alle neuen Informationen anzuzeigen. Über einen Tag hatte er seinen Schreibtisch nicht mehr gesehen, so dass er sich einige Zeit durch neue Pressemeldungen, Anfragen und firmeninterne Vorgänge durchscrollen musste, bevor er sich das vornahm, was mit den laufenden Förderanträgen zu tun hatte. Chris rief an und erkundigte sich nach der Lage. Er hatte Bilder der Blockade auf dem U-Pad gesehen, einige Studis hatten in seinem Seminar danach gefragt. Da er die Abgeschiedenheit und wissenschaftliche Konzentration im Labor liebte, war die ganze Sache zunächst an ihm vorbeigegangen. Der Bericht von Marvin beunruhigte ihn kaum. Wir müssen gute Arbeit leisten, sauber forschen und gute Ergebnisse liefern, zog er sein Fazit. Dann werden emotional gesteuerte Leute keine Chance haben. Marvin entgegnete nichts. Er zweifelte, ob am Ende Argumente überzeugen würden. Zudem kannte er die Leichen im eigenen Keller. Da konnte das Renommee von Leuten wie Chris und Karin als Wissenschaftler noch so großartig sein. Der Hauch des Bestechlichen würde kleben bleiben, wenn Geschäft und Forschung allzu eng miteinander verbunden waren. »Ich möchte morgen einen freien Tag machen«, unterbrach Chris die Pause. »Du?« lachte Marvin. »Das kann ich gar nicht glauben.« »Hä? Wieso?« »Das hast du doch schon ewig nicht mehr gemacht. Ich dachte schon, dass du vergessen hast, wie das überhaupt geht, das Leben da außerhalb der Labore.« »Ja, da ist was dran. Die letzten Monate sind einfach irre gewesen. Aber ich will mal wieder was unternehmen mit Menschen, die mir auch wichtig sind.« »Chris, ich bin froh, dass du das nicht vergisst. Ich schaffe den Tag auch mit grünem Licht vor deinem Labor.« »Ja, das glaube ich. Wäre mir jetzt aber auch mal egal gewesen.« »Dann hab einen schönen Tag. Wir sehen uns übermorgen.« Marvin lehnte sich zurück. Wann hatte er eigentlich mit seinen liebsten Menschen das letzte Mal einen ganzen Tag verbracht? Routine. »Ich hab's ihr doch gesagt.« Nermin lenkte den Bildschirmausschnitt auf Melanas Touchscreen zu den Berichten über die Türblockade bei Bio-Geronto. »Der Fall hat etwas Besonderes. Irgendwie agieren die unvorhersehbarer als die meisten.« Melana scrollte durch die Texte, öffnete einige Fotos. Die Biometrie-Software meldete Personenüberschneidungen bei der kleinen Demonstration nach der gescheiterten Besetzung am gläsernen Labor. »Schau an«, entfuhr es Nermin. »Die werden wir wohl noch öfter sehen. Bin gespannt, was da noch kommt.« »Haben diese ewig lieben Leute Anzeige erstattet?« »Bisher nicht. Warum nicht?« »Die hoffen wahrscheinlich, dass sich das von alleine wieder beruhigt.« »Sicher nicht blöd. Obwohl, für unsere Jobs wäre das nicht schlecht, wenn irgendwelche Politleute hier in der Stadt mal wieder mehr auf die Reihe kriegen würden.«
Tja, aber unser Job ist nun mal, genau das zu verhindern. Dumm nur, dass wir bei Erfolg uns selbst abschaffen. Milana zuckte die Achseln. Früher haben wir unsere Provokateuris da reingeschleust. Da konnten wir das gut steuern. Ja, das war früher. Ist jetzt aber auch schon 10 Jahre her, dass die Gerichte meinten, dass das nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Ich weiß. Aber ich kann mich trotzdem noch erinnern. Wir haben ja zur Not auch noch andere Möglichkeiten, um an Infos zu kommen. Ach nee, so dolle ist die Sache ja nicht. Mal sehen, ob überhaupt noch was kommt. Die haben sich jetzt ausgetobt, haben trotzdem kaum Presse bekommen, da kann auch schnell alles wieder lahm. Werben die eigentlich auch um Mitglieder oder Spenden? Nö, habe ich beides auf keinem Flugblatt oder Presseerklärung gefunden. Und stand da was von irgendeiner Partei? Nö. Das ist doch alles irgendwie seltsam. Nermin sortierte die Fotos und legte Tabellen an, um Vergleiche zwischen den beiden bisherigen Aktionen herstellen zu können. Klare Rollen ließen sich nicht zuordnen, aber die Aktionen waren auch sehr verschieden. Was hältst du davon, mal eine Datenbankabfrage zu machen? Ach nee, so richtig wichtig wirkt das ja alles nun auch nicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das können wir zur Not auch später noch machen. Die laufen ja nicht weg, die Daten. Wachsen und Geld beschaffen. Die Sache in Leipzig hatte sich hervorragend entwickelt. Ein komplett neues Laborgebäude sollte die Kapazitäten der BioCity erhöhen. Die Senexix-Forschung diente als politischer Aufhänger, um das Projekt als vordringlichen Bedarf für Innovation schnell durchs Genehmigungsverfahren zu peitschen. Rolf entwickelte sich zum Motor all dieser Entwicklungen. Er spann seine Netze mit Stadt- und Landesbehörden, Parteien und Medien. Marvin agierte gleichzeitig in Berlin. Gerade hatte er die Baustelle zum gläsernen Labor besichtigt. Dia Architekti hatte ihn durch den Rohbau geführt. Der Trakt, in dem Bio Geronto zukünftig sein Domizil finden sollte, deutete sich von den Raumzuschnitten schon an. Nach seiner Rückkehr ins Büro wollte sich die Strategierunde wieder treffen. Marvin prüfte Neuigkeiten am Touchtable. Sein Blick fiel auf die Fensterfront. Ein Schmetterling flatterte verzweifelt gegen die Scheiben. Eine Weile sah Marvin ihm gedankenverloren zu. Wie der wohl hierher gekommen war? Vom Eingang bis ins Büro waren es mehrere Türen, Gänge oder sogar der Fahrstuhl. Dann überkam ihm das Mitleid angesichts der verzweifelten Versuche des bunten Wesens, ins Freie zu gelangen. Marvin stand auf und öffnete das Fenster. Der Griff war nicht verschlossen, das Fenster war nur angelehnt. Irgendwie musste er es vergessen haben, das Fenster richtig zu schließen. Es war scheinbar nichts Schlimmes passiert, aber eigentlich war er in solchen Dingen immer sehr penibel. Es ärgerte ihn immer sehr, wenn er sich selbst bei Versäumnissen ertappte. Kurze Zeit später war er im Besprechungsraum. Karin brachte die Meldung über ein neues Förderprogramm auf den Touchtable. »Das haben wir unseren Gegnis zu verdanken«, schilderte sie mit einem triumphierenden Lächeln. »Die Bundesregierung hat in ihrer Biotechnologieförderung ein Programm zu den sozialen Folgen der Senexix gestartet.« »Fördern die jetzt unsere Gegnis?«, fragte Ajit verwundert nach. »Nee, im Gegenteil«, konterte Karin. »Das ist Geld für uns, aber sozial verpackt.« »Wie das?« »Ich habe mit der Abteilung schon gesprochen. Die mussten das Programm machen, um auf die politische Debatte einzugehen.« Es gab wohl auch Kritik aus den eigenen Reihen. Aber die werden nicht hingucken, was mit dem Geld tatsächlich passiert. Du meinst, meldete sich Marvin, wir können das einfach beantragen, aber in die laufende Tätigkeit stecken? Ja, und zwar richtig gut. 100% Förderung. Bestehende Personalstellen können anteilig abgerechnet werden, wenn sie zeitweise an dem Projekt arbeiten. Das klingt ja großartig. Einfach alles Bestehende nochmal fördern. Genau. Damit können wir die Ausfälle der Firmenförderung kompensieren. Wieso Ausfälle? Die Einzelaufträge vor allem der großen Konzerne haben seit dem Aufkommen der Kritik etwas nachgelassen. Die sind vorsichtig geworden und warten erstmal ab. Die Runde debattierte über mögliche Projekttitel. Karin nahm sich vor, einen Antrag zu entwerfen. Sie hatte inzwischen gute Drähte in das Technik- und Forschungsministerium. Als wissenschaftliche Beraterin, wie es offiziell hieß. Doch mehr dahinter? Die Polizei in Gelsenkirchen klopfte an Nermins Juppet. Mit der Meldung Dezernat für Wirtschaftskriminalität Berlin gab sie die Leitung frei. Hier das Gleiche, aber aus Gelsenkirchen. Guten Tag wünsche ich Ihnen. Ebenso. Was gibt's? Wir haben in den Datensätzen gefunden, dass Sie schon einige Male Ärger mit Aktionen gegen Senexix-Einrichtungen hatten. Ja, warum? Hier ist gestern Nacht eine Baustelle erheblich zerstört worden. Scheint ein ähnlicher Kontext zu sein. Woher wissen Sie das? Die Firma arbeitet auch zu Senexix.
ist wohl eine Tochterfirma der Universität in Brüssel. Aha, warum sitzen die denn in Gelsenkirchen? Keine Ahnung. Soll mit Fördermitteln zu tun haben. Ist aber ja auch egal. Jedenfalls ist die Baustelle ordentlich getroffen. Die Baustelle? Wie kann ich mir das vorstellen? Wir schicken ein paar Fotos. Es gibt keine Spuren. Die scheinen sauber gearbeitet zu haben. Und die Fotos sind dann wovon? Halt von den Schäden. Es sind fast alle Leitungen, Steuerungsanlagen und so weiter, also die ganze Technik betroffen. Einige Teile sind sauber auseinandergebaut worden. Also nicht einfach nur kaputt. Sieht dadurch ein bisschen unwirklich aus. Gibt es denn schon irgendwelche Hinweise, dass es einen Zusammenhang mit den Aktionen hier geben könnte? Nein, bislang nicht. Wir wissen eigentlich gar nichts. Deshalb suchen wir ja den Austausch. Okay, dann legen wir doch mal zusammen, was wir bisher haben. Ja, wir haben den Ordner schon angelegt und ich schicke Ihnen das Passwort zu. Dann können Sie sich einfach alles selbst angucken. Gut, wir verfahren dann genauso. Die beiden Kriminalbeamtis verabschiedeten sich voneinander. Also doch, wandte sich Nermin ihrer Kollegin zu, die das Gespräch verfolgt hatte. Wird anscheinend eine größere Sache. Beide starrten auf die Fotos der Beschädigung. Sieht recht professionell aus. Kann mir kaum vorstellen, dass es tatsächlich keine Spuren gibt. Der Blick in den Tatortspurenbericht zeigte, dass die Gelsenkirchener Polizei alle moderne Technik eingesetzt hatte, um das Gelände nach Hinweisen auf die Tätis zu scannen. Gar nichts zu finden war eine seltene Sache in der Kriminalistik. Besetzt. In Leipzig stand der Baubeginn des neuen Labors an. Die Sache sollte nicht an die große Glocke gehängt werden, schließlich war es nur eine Erweiterung der bestehenden Labore. Rolf fieberte dem Baubeginn aber entgegen. Mit der Aufnahme des Laborbetriebes würde endlich das Personal der zweiten kleinen Firma aufgestockt. Nach wie vor mussten alle Analysetätigkeiten in Berlin gemacht werden, während das mit Start-up-Geldern subventionierte Büro in der BioCity solche Laborarbeiten nur simulierte. Die Bewachungsfirma der BioCity war aufgestockt worden und hatte seit Wochen ein besonderes Augenmerk auf den auserwählten Bauplatz. Ein bisschen ging die Angst um, es könnte wieder zu Aktionen kommen. Die war berechtigt. Nermin ereilte der Anruf auf dem U-Pad, als sie noch im Bett lag. Draußen zog gerade die Dämmerung herauf. Der Bereitschaftswarnton weckte sie unbarmherzig. Ja, was gibt's? Der Staatsschutz in Leipzig, der heißt dort noch so. Sucht Kontakt. Dort ist eine Fläche besetzt worden, auf der Labore entstehen sollen. Nermin war sofort hellwach. Schon wieder. Und schon wieder in einer ganz anderen Stadt. Allmählich nahm das Ganze doch Dimensionen an, die nicht mehr in den üblichen Rahmen passten. Ist das Team von José heute verfügbar? Einige Sekunden vergingen. Sieht so aus, ja. Sind aber noch nicht im Dienst erschienen. Das macht nichts. Ich brauche sie erst in 2 oder 3 Stunden, aber dann den ganzen Tag. Ist okay, ich trage das ein. Danke, ich bin in 1 Stunde da. Schon auf dem Weg ließ sich Nermin die Details aus Leipzig schildern. Die Verwaltung von BioCity hatte sich entschieden, nicht selbst mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch eine Anzeige sollte zu diesem Zeitpunkt nicht gestellt werden, um erst einmal dem Mediationsteam der IHK Zeit zu geben, die Sache friedlich und ohne großes Aufsehen zu regeln. Die hatten Erfahrung im Konfliktmanagement, gerade auch mit politischem Widerstand. Mehrere von ihnen hatten früher selbst für eine bessere Welt gekämpft und Methoden der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Die ließen sich hervorragend verwenden, um gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen. Anzeigen, Polizeieinsätze oder Drohungen machten hingegen oft alles nur schlimmer. Ohne Strafanzeige oder Räumungsaufforderung fehlte der Polizei aber die Handhabe, die besetzte Fläche zu attackieren oder auch nur die Personalien festzustellen. So blieben die Ordnungshütis auf Distanz, um mit Präzisionskameras und biometrischer Auswertung wenigstens zu erfahren, wer dort agierte und wen sie schon kannten. Im Polizeipräsidium organisierte Nermin eine Einsatzbesprechung mit dem Spurensicherungsteam von José. Wir fangen heute damit an, die Personendaten zu erfassen. Wie sie die Beteiligten in den bevorstehenden Einsatz ein? Wir fahren zusammen nach Leipzig und filmen alle Personen ab. Am besten, ohne dass die das mitbekommen. Aber, wandte José ein, das ist ein anderes Bundesland. Hab ich abgeklärt mit den Behörden vor Ort, die sind einverstanden. Wir dürfen aber keine Amtshandlungen vornehmen. Haltet euch also im Hintergrund und nehmt einfach so viel auf, wie irgend geht. Gesichter, Fahrzeuge, Utensilien, Schriftzüge und alles, was euch noch wichtig erscheint. Und was machst du da? Ich mache mir ein Bild, mehr darf ich auch nicht. Wenn wir irgendwelche Hilfe brauchen, müssen wir das über die örtlichen Behörden machen. Falls ihr mal was aus einem Gebäude herausfilmen wollt, zum Beispiel. Nermin schaute in die Runde. Alle schwiegen. Okay, dann los. Sie nahmen den Zug, das war unauffälliger. José steckte sie einen Presseausweis ein, mit dem sie ja bei Bedarf die eigene Identität verschleiern konnte. 2 Stunden später betraten die 4 das Gelände. Nermin hatte sich von den anderen getrennt, um sich ein bisschen in der Aktion umzusehen.
Sie war allein unauffälliger, von einem Anwohni kaum zu unterscheiden. Die Stelle war nicht schwer zu finden. Mehrere Polizeifahrzeuge parkten vor dem Hauptgebäude, einzelne Gruppen von Uniformierten sicherten die dortigen Eingänge oder standen verteilt entlang der Zugänge zum vorgesehenen Bauplatz herum. Nermin steuerte zunächst das Gebäude an. Oben auf dem Flachdach erkannte sie drei Personen, die ein großes Transparent heruntergelassen hatten. Den Spruch kannte sie schon von den Aktionen in Berlin. Also dieselben Leute oder Nachamis. Egal, José und ihr Team würden die Leute schon ablichten. Nermin blieb unauffälliger, wenn sie nicht fotografierte. Sie durchschritt die Tür, vorbei an drei Uniformierten, die etwas gelangweilt vor dem Eingang standen. Drinnen schien alles seinen normalen Gang zu laufen. Wahrscheinlich hatte sich die erste Aufregung schon gelegt. Es war jetzt fast Mittag und die Besetzung musste in der Nacht aufgebaut worden sein. Der Wachschutz, der wegen einer Warnmeldung aufs UPAD im Gebäude unterwegs war, hatte nichts von allem mitbekommen. »Wir prüfen gerade, ob die Warnmeldung gefälscht wurde«, erfuhr Nermin, als sie diesbezüglich beim Leipziger Staatsschutz nachfragte. »Das klingt so, als hätten die es geschafft, sich in das Datennetz der Wachfirma einzuloggen, oder?« »Prüfen wir auch gerade. Kann ich noch nichts zu sagen.« Im ersten Stock war es noch ruhiger, sodass Nermin nicht weiter emporstieg, sondern zum Hinterausgang schritt. Dort durch die Glasscheibe sah sie ein Gerüst von Holzstämmen, wie eine Pyramide. In der Spitze kletterten drei Personen herum. Das Bauwerk ragte über das vierstöckige Bürogebäude deutlich hinaus. Die Personen oben schienen sich mit Hängematten ganz wohnlich eingerichtet zu haben. Nermin trat auf die Rasenfläche, wo einige Schaulustige herumstanden. Offenbar war auch ein Filmteam vor Ort. Das alles war ihr ganz recht. So fiel es nicht auf, dass sie länger nahe der Besetzung stand und sich nur wenig bewegte. Sie schaute dem Geschehen auf, unter und rund um die merkwürdige Pyramide aufmerksam zu. Eigentlich waren es vier Pyramiden, die jeweils aus drei Langholzstämmen bestanden. Als eine Person, deren Größe Nermin auf 1,80 Meter schätzte, unter einem der drei Dreibeine auf der Erde stand, konnte sie auf die Gesamthöhe schließen. Mindestens 10, wenn nicht 12 Meter dürfte so ein Stamm gemessen haben. Die vierte Pyramide ruhte auf den Spitzen der drei anderen. Und? Melana war neugierig. Das war schon bemerkenswert. Ich habe die Leipziger Kollegis auch nochmal gefragt. Es hat wohl niemand mitbekommen, dass sie das da aufgebaut haben. Muss ja ohne Maschinen und ohne Licht passiert sein, sonst hätten die Wachschützis das ja wohl bemerkt. Also ganz ehrlich, ich kann mir das gerade noch nicht vorstellen. Ein paar Fingerbewegungen und auf dem Bildschirm erschien der Turm. Dieses komische Gerüst, du meinst die Doppelpyramide? Ja, ich habe die Fotos in den News gesehen. Stand das da schon vorher? Wohl nicht, die müssen das auch in der Nacht da aufgebaut haben. Frag mich nicht, wie. Melana beugte sich nach vorne. Die drei unteren sind so gestellt, dass auf ihrem Kreuzungspunkten, also ganz oben, das vierte Dreibein ruht. Wie ein zweites Stockwerk, oder? Nermin nickte. Das müssen die doch unglaublich präzise ausgemessen und gebaut haben. Wenn da ein Abstand nicht stimmt, fällt es doch um. Keine Antwort. Na schön, dann wissen wir jetzt wenigstens, was wir in Charlottenburg verpasst haben. Ja, kann sein. José hat die Bilder in die Datenbank gepackt. Die haben alle Personen abgelichtet. Mal sehen, was der Computer ausspuckt. Es war doch eine große Hilfe, dass polizeiintern eine biometrische Datenbank bestand, auch wenn das Verfassungsgericht sie verboten hatte. Aber was wussten die schon davon, was hinter den Wänden eines Polizeipräsidiums ablief? Sich selbst das Geld geben. Ja, schönen guten Tag noch einmal Ihnen allen, eröffnete die Ministerialrätin die erste Sitzung des Vergaberates im neu geschaffenen Förderprogramm Sozio-Synexik. Eine stattliche Summe war bereitgestellt worden, um der wachsenden Kritik an der Technologie zu begegnen. Wohlfahrtsverbände hatten die Politik mit Petitionen, Appellen und dem immer mehr in Mode gekommenen Online-Demonstrationen bedrängt, auf die Technik zu verzichten. Hauptkritikpunkt war, dass die weitere Erforschung gentechnischer Experimente mit Embryonen in großem Stil notwendig machte. Viele Verbände fühlten sich über den Tisch gezogen, hatten sie doch vor einigen Jahren schon einem Kompromiss zugestimmt, der solche Forschung zuließ, aber nur in genau definierten Gebieten und mit klaren Obergrenzen. Die Altersforschung gehörte nicht dazu. Salamitaktik und nach der Vereinbarung ist vor dem Wortbruch, lauteten die über Medien verbreiteten Angriffe. Andere kritisierten, dass die Technik aufgrund der hohen Kosten nur den Reichen zugutekommen würde. Einige fundamentalistische Gruppen aus der Kirche des Ursprungs lehnten es grundsätzlich ab, dass an menschlichen Zellen nach den ersten Teilungen noch manipuliert würde. Ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist es Leben, hatten sie auf ihre Fahnen geschrieben. Die Antwort der Synexics-Befürwortis war ein Förderprogramm, mit dem die Bereitschaft zu Dialog und kritischer Reflexion gezeigt werden konnte, ohne die Forschung stoppen zu müssen. Für BioGeronto war die Sache sehr praktisch verlaufen.
Karin war in das Vergabegremium berufen worden, unter ihrem Dozententitel an der Uni. So könnte sie unauffällig die Geschicke so lenken, dass genügend Mittel für die Firma abfallen würden. Dem Protest gab sie ohnehin keine Chance. Solche Bürgi-Proteste flackern doch immer wieder auf, spielte sie die Vorgänge in einem Strategierundentreffen herunter. Gelangt das Thema ausnahmsweise mal in die Medien, wird es schnell von professionellen Bewegungsagenturen übernommen und dann schläft es wieder ein oder weicht den nächsten Empörungswellen. Am Ende geht es doch immer nur um Medienpräsenz und Spenden, hatte Ajit hinzugefügt. Die veräppen irgendwann von selbst. Warum sollte es hier anders sein? Die spektakulären Aktionen irritierten allerdings. Seit 5 Tagen war die Baustelle in Leipzig nun schon besetzt. Das veranlasste die Ministerialrätin zu deutlichen Worten. Es wäre schöner, wenn wir uns hier treffen könnten, ohne diese undemokratischen Proteste, die die außerordentlich interessanten Potenziale der Senexik verteufeln und mit ihren kriminellen Aktivitäten den Zug der Zeit aufhalten wollen. Die Aktion brachte das Thema und die Kritik stark in die Medien. Hoffentlich sind die selbsternannten Rettis von Mensch und Umwelt zu Fuß nach Leipzig gelaufen, waren mit einem Fell bekleidet und haben die Baumstämme mit einem Faustkeil abgehackt. Das ist nämlich die Konsequenz aus Fortschrittsfeindlichkeit. Hätte die Menschheit niemals Neues gewagt, dann würden wir heute noch wie Affen auf den Bäumen herumturnen. Ein Teil der Runde lachte oder klopfte auf den Tisch. Karin widerte der unwissenschaftliche Charakter solcher Sprüche eher an. Schließlich hatten die Menschen nie auf Bäumen gehockt, sondern das Aufrechtgehen in den Savannen und Grassteppen der Welt erlernt. Aber sie hielt die Klappe. Abwarten, es sich mit niemandem verscherzen und dann den richtigen Moment nutzen, war der beste Weg, wenn es darum ging, nach der Sichtung der Projektanträge den neuen Kuchen zu verteilen. Über die Vergabe der ersten Mittel würde nicht die heute versammelte Gesamtrunde, sondern der Vergaberat entscheiden. Und da wäre es ein leichtes Spiel. Dass bei einem Projekt sogar Gelder für sie selbst eingeplant waren, wusste hier niemand und war im Antrag auch nicht erkennbar. Die Gründung weiterer Firmen wirkte sich hier bereits sehr nützlich aus. Karin fuhr zufrieden zurück. Niemand da wird irgendwelche Antragsinhalte oder Abrechnungen überprüfen, berichtete sie Dani und Marvin, die sie noch in der Firma antraf. Sehr gut, so sollte es sein. Die Bio-Geronto-Leute hatten fest mit dem Ergebnis gerechnet. Sie waren an der Sozialverträglichkeitsforschung der neuen Technologie gar nicht interessiert, aber hier sprudelte die nächste Geldquelle. Die Förderrichtlinien waren so formuliert, dass sich viele Labor- und Auswertungstätigkeiten hinter ihnen verstecken ließen. Niemand würde später nachschauen, wer wie lange wo gearbeitet hatte. Kein einziger der Förderanträge wirkt so, als wollte da wirklich jemand in diesem Bereich arbeiten, beruhigte Karin die anderen und sich selbst. Auch die von anderen Firmen und Trägern nicht. Wir sind also in bester Gesellschaft. Das ist gut. Wenn alle so handeln, guckt auch niemand genauer hin. Das würde sonst auf einen selbst zurückfallen. Das Förderprogramm war eine typische politische Taktik. Das Geld floss und die Regierenden konnten so tun, als würden sie sich um die sozialen Folgen der neuen Technik kümmern. Ein schlechtes Gewissen kam Karin nicht mehr in den Sinn. Die Sache wurde zur Routine. Sozialwashing. Der Erfolg mit der Stiftung Gott und die Welt hatte Marvins Ehrgeiz geweckt. Solche Kooperationen zu schaffen und dafür auch noch gefördert zu werden, würde immer bedeuten, 2 Tore mit einem Schuss zu erzielen. Zusätzliches Geld und eine gute Portion positives Image. Ganz einfach waren die Kontakte jedoch nicht. Zwar gab es meist schnelle Einigungen mit dem Stiftungsvorstand, doch innerhalb der Kirchenleitung hatten sich Bedenkenträgis gemeldet. Darauf mussten die beiden Kooperationspartner in Zukunft mehr achten, um die Sache nicht zu gefährden. Gelingen konnte nur, was Glaubwürdigkeit ausstrahlte. Die Kirche war dafür schon die richtige Wahl, stand sie doch nicht im Verdacht, Manipulationen am menschlichen Erbgut gut zu heißen. Um jedoch die Mitglieder in der Kirche nicht zu verschrecken, musste eine kritische Distanz gewahrt bleiben. Oder es zumindest zu erscheinen. So wurden zu Symposien und Seminaren auch kritische Personen eingeladen. Sie erhielten Platz in Online-Foren und anderen Veröffentlichungen. Zum Glück gab es genügend Funktionäris bei Wohlfahrtsverbänden, die unabhängig kritisch wirkten, aber mit ihren Formulierungen so zurückhaltend waren, dass sie zumindest für die gemeinsame Forderung nach mehr Forschung zu gewinnen waren. Bio-Geronto bot Betriebsführungen für Kirchenmitarbeitis an und schlug eine Beteiligung am gläsernen Labor vor, als kritische Ausstellung. Das würde dem Ganzen das Flair der politischen Offenheit verleihen. Die Kirchenstiftung stimmte zu, was Marvin sehr freute. Denn im Zuge des Baus waren einige Verteuerungen eingetreten, die eine erhöhte Verschuldung nach sich ziehen würden. Umso wichtiger war, dass nach der Fertigstellung schnell eine Vollauslastung durch sich einmietende Firmen und andere Nutzungen erreicht werden könnte. Die Sache sollte aus dem Sozio-Senexix-Programm finanziert werden. Damit das Geld passend zur Fertigstellung fließen konnte, musste der Antrag jetzt geschrieben werden.
Deshalb war Marvin zur Zentrale der Kirchenverwaltung gefahren, um die letzten Fragen bezüglich Finanzplan und Projektbeschreibungen im Antrag zu klären. 2 Stunden hat er mit entsprechenden Verwaltungsmitarbeitern gesprochen, als eine ihm bislang unbekannte Person in den Raum trat. »Herr Schaluppe, haben Sie für mich heute auch noch ein paar Minuten Zeit?« Marvin schaute auf die Uhr. »Ich denke, ja.« Dann wandte er sich zu seinen vorherigen Gesprächspartnern. »Ich hätte ohnehin den Eindruck, dass wir mit den wichtigsten Punkten durch sind, oder?« Beide nickten. Für die beschlossene Antragstellung bei Sozio Senexic würde er nur noch den Text formulieren. Alle waren sich einig, dass es besser wirken würde, wenn der Antrag dann von der Kirche gestellt würde. »Ich schicke Ihnen in den nächsten Tag den Text zu, dann können Sie den übernehmen,« verabschiedete Marvin sich. »Sehr gut, so machen wir das. Ihnen noch einen schönen Tag.« Kurze Zeit später stand Marvin vor dem Zimmer des Unbekannten und las an der Tür nicht nur einen Namen, sondern auch den Hinweis auf eine Firma. Visura AG. Das hatte er noch nie gehört und war gespannt, was nun kommen würde. Er klopfte, trat ein und wurde herzlich begrüßt. Den angebotenen Kaffee lehnte er mit Verweis auf den Konsum in den Stunden davor ab. »Herr Schaluppe, ich möchte Sie gerne für etwas gewinnen,« fiel der neue Bekannte mit der Tür ins Haus. »Ich beobachte Ihre Tätigkeit schon länger und ich denke, wir können offen miteinander reden, oder?« Marvin bestätigte. »Es ist unübersehbar, dass es Ihre Aufgabe in Ihrer Firma ist, für Einnahmen zu sorgen.« Es entstand eine kleine Pause und Marvin schwieg. Zu unklar war ihm noch, was sein Gegenüber wollte. »Schauen Sie, Ihre Kooperation mit der Stiftung ist doch, na sagen wir mal, eine günstige Gelegenheit, Ihre ambitionierten Vorhaben auch finanziell abzusichern.« Wieder eine kleine Pause. Marvin schaute etwas unsicherer. Eine derart offene Gesprächsführung hatte er selten erlebt. Sein Verdacht, dass hier jemand einiges über ihn und seine Firma wusste, bestätigte sich schnell. »Mich interessiert Ihr gläsernes Labor. Ich setze auf den Erfolg Ihrer Technik, aber es scheint, dass Sie frisches Kapital gebrauchen könnten.« Marvin versuchte, die Sache besser zu durchschauen. »Wie kommen Sie darauf?« »Wissen Sie, ich bin hier seit über 10 Jahren quasi der Finanzchef des Ladens. Inzwischen arbeiten wir sehr erfolgreich auch mit eigenen Firmen, aus deren Namen die Kirche gar nicht mehr erkennbar ist.« »Warum?« »Naja, ich bin nicht fürs Beten hier eingestellt worden, sondern um aus Einnahmen mehr Geld zu machen. Wir können das Geld ja nicht rumliegen lassen, bis wir es brauchen, sondern investieren es, damit es mehr wird.« »Und die Firma Visura ist so eine dieser Kirchenfirmen?« »Ja, über die Visura AG versuchen wir, das Geld gewinnbringend anzulegen und so langfristig Rendite zu erzielen. Darum interessiert mich das gläserne Labor.« Marvin schaute weiter ungläubig. »Aber das passt doch gar nicht zur Kirche.« »Das stimmt. Darum machen wir es ja auch nicht als Kirche, sondern über die Firmen.« »Machen Sie so etwas öfter?« »Sie wissen doch selbst, dass das überall gängige Praxis ist. Mich interessiert, wo es die größte Rendite gibt. Dafür bin ich eingestellt worden. Meine Stelle ist an Erfolg gekoppelt. Und wie Sie sehen, sitze ich immer noch hier.« »Na denn, wieder was gelernt.« »Ja, aber das hat Sie doch nicht überrascht, oder?« Als ich mir Ihre Werbung anschaute, beeindruckte mich die ungeheure Energie, mit der Sie überall Geld herzubekommen trachten. Darum habe ich Sie eingeladen.« »Gut. Und was genau ist Ihr Plan?« »Ich wollte mich mit Ihnen darüber unterhalten, ob das gläserne Labor ein Projekt ist, in das wir als Investor mit einsteigen können. Wissen Sie, es geht mir nicht darum, dass wir groß genannt werden.« »Eher das Gegenteil, oder?« »Ja, ich sehe, Sie denken mit. Aber es muss einigermaßen Rendite bringen.« Marvin verstand. Er saß hier als Geschäftsmann. Und sein Gegenüber war das auch. Es ging nicht um Themen, sondern um Prozente. Für geschäftliche Kontakte aber galt, erstmal nicht so interessiert wirken. »Sie wissen aber, dass das Projekt eigentlich finanziell abgesichert ist?« »Wir haben ausreichend Projekte und Firmen-Startups. Da ist die Kreditwürdigkeit uneingeschränkt hoch, die Zinsen also niedrig.« »Klar, weiß ich alles. Ich könnte Ihnen zum Beispiel folgendes Angebot machen. Gleiche Tilgungsbedingungen wie bei der günstigsten Bank, aber 1 Jahr tilgungsfrei.« Marvin schwieg wieder. Sein Gegenüber wollte unbedingt investieren. Offenbar musste Geld untergebracht werden oder der Kirchenfinanzmensch hatte noch eigene Pläne, wie er das zu investierende Geld besorgen konnte, damit daraus ein Geschäft wird. Im Prinzip war das Angebot interessant. Denn eine Nachfinanzierung zeichnete sich wegen der erhöhten Baukosten ab. Doch allzu schnell wollte Marvin nicht zusagen. Mit Erfolg. Der Kirchenmann legte nach. »Ich denke, ich könnte hier mit anderen Abteilungen sprechen. Auch mit der Stiftung. Vielleicht lässt sich eine Belegungszusage machen für Teile des Hauses. Sagen wir für die ersten 2 oder 3 Jahre.« Wieder zögerte Marvin, aber sein Gegenüber reagierte gelassen. Solche Gespräche waren sein Alltag. »Denken Sie einfach in Ruhe darüber nach und melden Sie sich, wenn Ihnen mein Angebot zusagt.« Und zeigte sich offen für mehr. »Wenn Sie noch weitere Ideen für uns haben, können Sie sich auch gerne melden. Visitenmeldung aufs UPAD? Gern.
Kurz danach hatte Marvin die Kontaktdaten der Visura AG auf seinem Gerät und verließ den Verwaltungstempel einer Organisation, mit der er nie etwas am Hut hätte, die er sich aber auch immer ganz anders vorgestellt hatte. Zum Glück war sie so nicht. Weil wir dafür Förderungen bekommen. Ein neues Flugblatt lag an der Universität aus. Die Kritikis hatten Marvins Interview entdeckt. Er hätte nicht so ehrlich sein sollen. Jetzt war es zu spät. Dabei war seine Antwort doch schlicht wahr. Es war auch keine große neue Erkenntnis, die er da zum Besten gab. Jedi an der Uni wusste, dass ohne die Gelder aus Konzernen und Regierungsprogrammen kein Institut und keine Firma mehr überleben konnte. Förderungen aber gab es nur für das, was Profit versprach. In der Humangenetik gehörten Programme zur Gesundheit im Alter inzwischen zu den am besten geförderten Programmen. Die Senexik ließ sich nach einigen Verhandlungen in den Programmen unterbringen. Das Geld floss. Marvin dachte zurück an die Anfänge der Firma. Damals hatte er selbst noch gezweifelt, ob sich die Forschung komplett an den Geldtöpfen ausrichten dürfe. Inzwischen war er daran gewöhnt, das zu tun, wofür es Geld gab. Alle machten das so. Warum sollte er vor der Kamera lügen? Nun aber hatten die Protestgruppen seinen Satz entdeckt und brachten die ganze Branche in Misskredit. Nicht nur das erregte seine Aufmerksamkeit. Auf dem Flugblatt stand ein bislang unbekannter Gruppenname. Hinter den Laboren. Marvin tippte die Internetadresse ein und las: Hinter dem Versprechen ewiger Jugend steckt nichts als Profitgier. Eine ganze Seite lang wurde beschrieben, wie Firmen mit Universitäten und Geldgebern zusammenhingen, wo Behörden einseitig besetzt waren und Überwachungsstellen wegguckten. Dreimal fand sich Marvin selbst, einmal zusammen mit einem kleinen Bild, geklaut von seiner eigenen Webseite. Der Geschäftsführer heißt Marvin Schaluppe. Angestellte seiner Firma amtieren als Vorsitzende und Schatzmeister des im Hintergrund die Fäden ziehenden Förgib e.V. Hilfreich ist, dass im Vergaberat, der die aus Steuern finanzierten Fördermittel zur Senexik verteilt, die ebenfalls zur Firma BioGeronto gehörende Karen Thiele sitzt. Damit stellt sie direkt oder über die Tarnfirmen in anderen Städten bei sich selbst Förderanträge. So ging es einige Absätze weiter. Dann folgte ein Foto des gläsernen Labors. Dem war ein eigener Absatz gewidmet. Der Geschäftsführer heißt Marvin Schaluppe. Angestellte seiner Firma amtieren als Vorsitzende und Schatzmeister des im Hintergrund die Fäden ziehenden Förgib e.V. Hilfreich ist, dass im Vergaberat, der die aus Steuern finanzierten Fördermittel zur Senexik verteilt, die ebenfalls zur Firma BioGeronto gehörende Karen Thiele sitzt. Damit stellt sie direkt oder über die Tarnfirmen in anderen Städten bei sich selbst Förderanträge. Das gläserne Labor, welches seit Monaten die Propagandaschlagzeilen der Alterungsindustrie prägt, dient vor allem dem Firmenaufbau und der Propaganda. Das räumen die Machis sogar freimütig ein. Auf der Internetseite des koordinierenden Vereins Förgib, in dessen Vorstand der BioGeronto-Mitarbeiter Chris Barmann sitzt, heißt es über eine geplante und in Förderprogramm beantragte Versuchsreihe: Diese Forschung dient einerseits der Etablierung von notwendigem Know-how für die Beantragung und Durchführung von Forschungen am Standort Charlottenburg, andererseits als politisches Signal und Präsentation des Dienstleistungsangebots im gläsernen Labor. Gemeinsam mit den Universitäten der Hauptstadt Berlin und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wirtschaftswissenschaften, nebenbei einige der Gesellschafter des kommerziellen Nutznießers BioGeronto, wird an der Etablierung von Analyseverfahren zur Identifizierung und Quantifizierung von alterungsbedingenden Veränderungen der menschlichen DNA gearbeitet. Diese Verfahren sollen als Standarddienstleistung im Zentrum angeboten werden. Im Klartext: Ein wissenschaftliches Ziel besteht gar nicht. Doch trotz der offen eingeräumten Ausrichtung auf reine Werbezwecke liegt bereits eine Vorabzusage durch die Landesfortschrittssenatorin von Berlin vor. Und zwar in Höhe von 80% des Gesamtvolumens von fast 15 Millionen Euro. Die staatlich subventionierte Firmengründung inklusive Gehirnwäsche geht also gleich in die Vollen. Das gesamte gläserne Labor ist nichts als Lug und Betrug. Im Pachtvertrag zwischen der Berliner Grund- und Bodentreuhand als Grundstücksbesitzerin und der Gläsernen Laborträger GmbH, Gesellschafter Berlin-Brandenburgische Akademie der Wirtschaftswissenschaften, TU Berlin, BioGeronto, Förgib, heißt es bereits ehrlicher: Das Pachtverhältnis wird mit dem Ziel abgeschlossen, am Standort Charlottenburg Forschung und Anwendung innovativer Methoden der Alterungsforschung und Beeinflussung einschließlich entsprechender Versuche zu ermöglichen.
Insbesondere sollen Labore und sonstige Nutzräume für solche Tätigkeiten durch den Pächter zur Verfügung gestellt werden. Die Zielbeschreibung zum gläsernen Labor auf der Internetseite von Förgib e.V. ist noch deutlicher. Im gläsernen Labor sollen unter anderem die Produkte und Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung von auszugründenden Firmen weiterentwickelt und kommerziell genutzt werden. Von Transparenz und Grundlagenforschung ist nichts mehr zu sehen. Trotzdem steht in der Satzung von Förgib e.V., der Verein dient dem Gemeinwohl und ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Widersprüchlicher geht es kaum. Die Strategierunde bei BioGeronto war entsprechend schlecht gelaunt. Bestimmt lässt sich kein Geldgeber von solchen Pamphleten beeindrucken, versuchte Karen aus ihrem längst zum Lieblingsthema gewordenen Blickwinkel der Sache etwas Positives abzugewinnen. Von den Behörden gibt es auch keine negativen Signale. Selbst die Kirchenleute bleiben dabei, ergänzte Marvin und berichtete vom Angebot einer größeren Investition seitens der kircheneigenen Visura AG. Das ist eine gute Idee, befand Ajit und dachte an die PR-Wirkung. Wenn die auch finanziell mit drin sind, können die uns nicht mehr am Karren flicken. Stimmt, das ist eine schlaue Überlegung. Dann sollten wir das nutzen, falls neues Geld gebraucht wird. Na, das scheint ja wohl ziemlich unumgänglich, oder? Karen war pessimistisch. Wie bei jedem größeren Bauprojekt wurden die Anfangsschätzungen niedrig gehalten, um die politische Akzeptanz zu vergrößern. War etwas erstmal im Bau, konnte selbst eine Kostenexplosion die Sache kaum noch stoppen. Nach weiteren Ausführungen zum Charlottenburger Bau schloss sich ein Gespräch über die Lage der Zweigfirma in Leipzig an. Die dortige Bauplatzbesetzung wurde vom BioCity-Management weiterhin geduldet. Das nervte, aber noch blieben in der BioGeronto-Runde alle gelassen. Bislang erzwang die Aktion keine Abweichungen vom Zeitplan. Dass aus allem auch etwas Positives gewonnen werden konnte, bewies Dani mit siehernem Satz zum Abschluss der Besprechung. Wenigstens haben wir hier in Berlin Ruhe, solange diese komischen Aktivistis in Leipzig herumturnen.